Ich möchte euch heute mal mitnehmen auf eine Zeitreise. Auf eine Zeitreise auf in die Vergangenheit und dann wieder zurück in die Zukunft. Also nun mal als erstes auf in die Vergangenheit. Wir befinden uns jetzt im Jahr 622 vor Christus. Wir sind im Königreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Juda erlebt gerade einen Aufschwung. Die Wirtschaft floriert und der politische Einfluss erstreckt sich bis an die Grenzen Ägyptens und Phöniziens. Das Königreich wird regiert von einem König mit Namen Josia. Josia hat nach dem gewaltsamen Tod seines Vaters Amon mit 8 Jahren, man muss sich das mal vorstellen, mit 8 Jahren die Regierung übernommen. Seit 60 Jahren herrscht im Land der Baalskult und der Tempel in Jerusalem ist dem Verfall preisgegeben. Jetzt ist Josia gerade 26 Jahre alt. Und er ist bereits seit 18 Jahren König in Jerusalem. Er schickt Arbeiter aus, die sollen den baufälligen Tempel mit Hilfe von Spendengeldern aus dem Volk renovieren. Bei dieser Arbeit findet der hohe Priester Hilkia, also nicht Hiskia wie der König, den man öfter hört, sondern Hilkia im Tempel eine verlorene Schriftrolle. Wir würden heute sagen, er hat ein verlorenes Buch gefunden. Und das möchten wir jetzt mal lesen. Ich werde es mit euch lesen. 2. Könige 22, die Verse 8 bis 11. Da heißt es, und der hohe Priester Hilkia sprach zu dem Schreiber Schaffan, ich habe dieses Gesetzbuch gefunden im Haus des Herrn, und Hilkia gab das Buch Schaffan und der las es. Und der Schreiber Schaffan kam zum König und gab ihm Bericht und sprach, deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause des Herrn dazu sagte der Schreiber Schaffan dem König, der Priester Hilkia gab mir ein Buch. Und Schaffan las es vor dem König. Als aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Nun, der hohe Priester Hilkia findet dieses Buch und er gibt es diesem königlichen Hofschreiber. Ich habe mir gedacht, kann es sein, dass der hohe Priester vielleicht gar nicht richtig lesen, vielleicht auch nicht richtig schreiben konnte? Könnte das ein Hinweis sein auf die furchtbaren, verwahrlosten religiösen Zustände in dieser Zeit? Schaffan liest dieses Buch und bringt es dann zum König und liest es ihm vor. Es spricht viel dafür, dass dieses Buch ein Teil aus der Tora war. Und die meisten nehmen an, aus dem 5. Buch Moses. Die spätere Reaktion des Königs zeigt uns, dass es ein Buch sein muss aus der Umgebung der 10 Gebote. Und auch die Parallelstelle in 2. Korinther 34 deutet das an. Und in den 10 Geboten heißt es bereits in den ersten beiden Geboten, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und ich bin der, der dich aus Ägypterland, aus der Gefangenschaft rausgeführt hat. Vergiss es nicht. Und Schaffan liest nun dem König Josia dieses Buch vor. Josia hört von den wunderbaren Segnungen Gottes, aber auch von den Fluchworten, die dann eintreffen werden, wenn das Volk nicht gehorsam ist. Und als Josia diese Worte hört, ist er zutiefst betroffen. Er denkt an all die Götter, die es im Land gibt. Er denkt an Baal. Er denkt an Aschera und viele andere.
Wenn man dort nachliest, dann sieht man, die haben auch Sonne, Mond und Sterne und das ganze Universum angebetet. Josia denkt an die grausamen Kinderopfer, die diesen Göttern dargebracht wurden. Es gab Altäre für all diese Götter, auch im Tempel Jerusalem. Das muss man sich mal vorstellen, wie weit das Volk Gottes in den Abgrund geraten ist. Und Josia ergreift es. Wir können besser sagen, es überwältigt ihn. Er wird nicht nur von diesen Worten angerührt, sondern er ist zutiefst betroffen. Er argumentiert nicht nach dem Motto, naja, wer sagt, dass das stimmt, was da steht? Nein, Gottes Wort trifft ihn, es wirkt in ihm. Er nimmt es an, so wie es ist. Nicht als Menschenwort, sondern als Wort Gottes. Und er zerreißt seine Kleider. Das ist übrigens ein Zeichen für Betroffenheit und Buße. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass Trauer vorherrscht, dass es um Trennung und um Tod geht. In biblischen Zeiten zerrissen sich die Angehörigen eines Toten am Grab die Kleider. Auch heute ist das noch so. Es gibt heute in Jerusalem die Tradition, wenn jemand stirbt, dann nimmt man symbolisch eine Schere, schneidet ein Stück in Hemd oder Bluse und reißt etwas in zwei. Das Zerreißen der Kleider bedeutet Trennung. Wenn das mein Kleid ist und ich zerreiße es, es bedeutet Trennung. Trennung. Josia kennt ich. Wir sind von Gott getrennt, weil wir seine Gebote nicht befolgt haben. Gott wird uns richten, so wie es in diesem Buch steht. In Vers 19 lesen wir dann, und Josia weint bitterlich. Er ist total fertig. Und in seiner ausweglosen Situation fällt ihm eine Prophetin ein, die in der Nähe wohnt. Die will er befragen. Er möchte erfahren, wie Gott jetzt darüber denkt. Und vielleicht kann man dieses Gericht doch noch abwenden. Und der König gebot den Priester Hilkia und Ahikam, den Sohn Schaphans, und Achbor, den Sohn Michaias, und Schaphan, den Schreiber, und Asaja, den Kämmerer des Königs, und sprach: Geht hin und fragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda über die Worte des Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht den Worten des Buches gehorcht haben und nicht alles taten, was darin geschrieben steht. Da gingen hin der Priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Schaphan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau Schalums des Sohnes Tikwas, des Sohnes des Harhas, des Hüters der Kleider. Und sie wohnte in Jerusalem im zweiten Bezirk der Stadt. Und sie redete mit ihr. Wir erfahren hier nicht viel über Hulda. Ich denke, wir erfahren viel mehr über ihren Mann, was er für einen Stammbaum hat. Er wacht über die Kleider. Man ist sich nicht ganz klar über die Kleider im Tempel, über die Kleider bei einer Veranstaltung. Eines ist klar, er und sie waren bekannt. Sie waren bekannt. Man kann sich fragen, warum schickt denn Josia seine höchsten Beamten zu Hulda?
und nicht zu den Propheten Jeremia oder Zephania. Auch die waren zur selben Zeit in Jerusalem. Warum gerade zu Hulda? Sind Jeremia und Zephania vielleicht gerade nicht anwesend? Wohnen sie vielleicht zu weit weg? Es steht ja hier, Hulda lebte im zweiten Bezirk in Jerusalem. Vielleicht ist auch Jeremia noch zu jung, um als Prophet da zu sein. Wir wissen es nicht. Die Bibel schweigt darüber. Jedenfalls war die Prophetin Hulda als Autorität angesehen, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu erfahren. Übrigens, die Bibel macht keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen in Bezug auf das Prophetenamt. Nicht einmal andeutungsweise. Weder im Alten Testament noch im Neuen Testament. Liebe Schwestern, ich möchte euch da ermutigen. Ihr seid genauso gefragt wie wir Männer. Wenn euch der Herr etwas ans Herz legt und ihr wisst, es ist wichtig, dann spricht das aus. Geht zu den Ältesten, zu den Verantwortlichen oder die Verantwortlichen, wenn sie wissen, dass jemand, eine Frau, die ganz klar im Wort Gottes lebt und mit Jesus lebt, sprecht sie an. Fragt mal nach. Die Gabe der Prophetie ist für Mann und Frau gleichwertig in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Wir lesen mal weiter. Sie, Hulda, sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen, alle Worte des Buches, das der König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände, darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen und nicht auslöschen. Aber den König von Juda, der euch gesagt hat, den Herr zu befragen, sollt ihr sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte angeht, die du gehört hast, weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden, und weil du deine Kleider zerrissen hast vor mir und geweint hast, so habe ich es auch gehört, spricht der Herr. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, damit du mit Frieden in deinen Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will. Und sie sagten es dem König wieder. Wisst ihr, ich habe mir gedacht, das sind ja nicht sehr tröstende Worte, oder? Wie ist Josia damit umgegangen? Wir sehen es in der Folge. Die Prophetin Hulda verwendet hier viermal den Ausdruck, so spricht der Herr, so spricht der Herr. Und diese Redewendung, wenn das die Propheten verwenden, dann sind sie sich bewusst, dass diese Aussage, die sie jetzt sagen, von Gott persönlich kommt. Man kann sagen, so spricht der Herr, ist die Formel, die Gottes Propheten vor ihre Aussprüche stellen, um zu zeigen, das, was ich jetzt sage, kommt direkt von Gott. Und es steht geschrieben, ist die Formel im Neuen Testament, die Formel der Apostel, die sie gebrauchen, um zu zeigen, dass allein das geschriebene Wort in Fragen des Heils und des Glaubens die Norm ist. Es steht geschrieben im Neuen Testament und im Alten Testament, so spricht der Herr. Und genauso wie alle Propheten im Alten Testament
sagt Hulda, so spricht der Herr. Sie verwendet die gleiche Formulierung. In Vers 15 und Vers 18 haben wir dann noch eine besondere Beifügung. So spricht der Herr, der Gott Israels. Eine besondere Beifügung. Wenn ihr das in euren Bibeln nicht findet, dann handelt es sich zumeist um eine Übertragung, wo man nicht wörtlich übersetzt hat. Im Grundtext kommt das genauso vor. Und das ist faszinierend. In Verse 15 bis 17 haben wir es als Einleitung, so spricht der Herr, der Gott Israels. Und Verse 18 bis 20 genauso, so spricht der Herr, der Gott Israels. In beiden Versen, in beiden Teilen, kann man sagen, geht es um das Gericht Gottes. Interessant, dass im ersten Teil Josia nicht als König angesprochen wird, sondern als Mann, der gesagt hat, geht zur Prophetin Hulda. Und wenn wir dann schauen, dann sehen wir, dass das Volk Israel damit angesprochen wird. Es geht hier um das Gericht über das Volk Israel. Und ab Vers 18 wird dann Josia mit den Worten angesprochen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Und dann geht es um Josia ganz persönlich. Gott verkündigt ihm das Gericht. Und es fällt bei ihm etwas gnädiger aus, weil er zutiefst betroffen ist und Buße getan hat, heißt es. Er muss die Vertreibung seines Volkes nicht mehr mit eigenen Augen ansehen, sondern, so heißt es hier, er wird vorher zu seinen Vätern versammelt. So nennt das die Bibel. Zu den Vätern versammelt. Und genauso geschah es dann auch. Josia starb einige Jahre vor der Vertreibung Israels in die babylonische Gefangenschaft. Nun aber noch ein Hinweis. Wenn es heißt, so spricht der Herr, der Gott Israels, dann bedeutet das, dass Gott ein doppeltes Anrecht auf Israel hat. Gott, Jahwe, hat ein Anrecht als Schöpfer, und er hat auch ein Anrecht als ganz persönlicher Bundesgott Israels. Wenn Gott so spricht, dann zeigt das auch seine besondere Autorität in Bezug auf Israel und auch in Bezug auf Josia. Niemand auf der Erde und im ganzen Universum kann das so von sich behaupten. Nur der lebendige Gott allein hat diese Autorität. Josia wirkt wirklich betroffen und er beginnt, Gottes Worte zu lehren und in der Praxis umzusetzen. Wir lesen dann im Weiteren, und der König sandte hin und versammelte, und es versammelten sich bei ihm alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn und alle Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm. Priester und Propheten und alles Volk, klein und groß. Und man las von ihren Ohren alle Worte aus dem Bund, aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Und der König trat an die Säule und schloss einen Bund vor den Herrn, dass sie dem Herrn nachwahren sollten und seine Gebote, Ordnungen und Rechte halten, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und sie erfüllen die Worte dieses Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und alles Volk trat in den Bund. Alles Volk hat gesagt, da machen wir mit. Josia hat in der Folge, das können wir nachlesen, mit all dem Götzendienst, mit all dem, was erinnert an Götzendienst, radikal aufgeräumt. Und hat das Volk angeleitet, nur den lebendigen Gott anzubeten und ihm zu dienen. Lies doch mal weiter hier, Kapitel 4 und 23, die Verse 4 bis 25. Da sieht man das ganz eindrücklich.
Da kann man nur staunen darüber. Übrigens, heute ist Palmsonntag. Wir haben noch eine Woche Zeit bis Ostern. Und wisst ihr, was Josia gemacht hat? Er hat auch das Passafest wieder eingeführt. Wir lesen über 500 Jahre, muss man sich mal vorstellen, seit der Richterzeit, über 500 Jahre, wurde so ein Passafest in ganz Israel nicht mehr gefeiert. Eine wunderbare Kehrtwendung, die Josia hier gemacht hat. Und das Volk machte mit. Von den toten Götzen hin zu Jahwe, dem lebendigen Gott. Es heißt dann in Vers 25, 2. Könige 23, Vers 25, seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose, und nach ihm kam keiner so wie er. Jetzt sind wir wieder zurück. Zurück in die Gegenwart. Wir befinden uns etwa 2600 Jahre nach diesen Ereignissen. Wir feiern gerade Gottesdienst. Und die Bibel sagt uns, dass vieles, was im Alten Testament geschrieben wurde, als Warnung für uns und als Vorbild für uns geschrieben wurde und geschehen ist. Zum Beispiel 1. Korinther 10,11. Was ist nun in unserem Bibelabschnitt für uns als Warnung und als Vorbild geschehen? Ich versuche mal ein paar Punkte aufzuzeigen. Mit Gott kann man nicht spielen. Seine Worte sind total ernst zu nehmen und fordern uns heraus, ihm zu gehorchen. Ich möchte zum dritten Mal heute die Stelle lesen aus Hebräer 4, Vers 12. Und ich denke, das sollte ein Stück weit auch im Zentrum stehen. Das Wort Gottes, und Josia hat das Wort Gottes gefunden, und es wurde ihm gebracht, das der hohe Priester gefunden hat. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Man könnte es auch so übersetzen, es ist Richter der Gedanken und Sinne des Herzens, es beeinflusst und prägt unser Gewissen. Es beeinflusst und prägt unser Gewissen. Deshalb, liebe Geschwister, ist es so wichtig, dass die ganzen Völker rund um die Erde davon hören, damit das Wort Gottes ihr Gewissen beeinflussen und prägen kann. Das ist wichtig. Das Wort Gottes heilt. Es zeigt auf. Es deckt zu, wenn jemand dazu steht und im weiteren Sinn zu Jesus kommt. Die Bibel sagt uns, Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Ein zweiter Punkt, wenn er uns in seinem Wort anspricht und wir reagieren positiv darauf und verändern unsere Sichtweise und unser Leben, ist er bereit, uns gnädig zu sein. Das haben wir bei Josia gesehen. Gott hat ein doppeltes Anrecht auf uns Christen. Er ist nicht nur unser Schöpfer, sondern auch unser Erlöser. Gott sei Dank. Halleluja. Gott hat uns nicht nur geschaffen und losgeschickt irgendwo. Machen, was wollt. Und wenn ihr macht, was verkehrt, dann auf in die Hölle.
Nein, er schickt uns seine Botschaft im Alten Testament, durch die Propheten, durch das, was wir in der Jetztzeit lesen können, durch das, was die damaligen Menschen erfahren haben, durch die Propheten, durch die Lehrer, durch das Lesen der Schrift, durch das, was sie erlebt haben mit diesem lebendigen Gott. Und er schickt Jesus. Er ist unser Erlöser. Wir haben ihn, Gott sei Dank. Die Strafe lag auf ihm, heißt es in der Bibel. Und das Zerreißen der Kleidung bedeutet Trauer und Betroffenheit bei Trennung und Tod. Das Zerreißen der Kleidung bedeutet Trauer und Betroffenheit bei Trennung und Tod. Wenn du bemerkst, dass du vom lebendigen Gott getrennt bist, dann kannst du zutiefst betroffen sein. Du musst nicht deine Kleider zerreißen, sondern du darfst zu Jesus umkehren und zu ihm kommen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Gott sei Dank ist das so, liebe Freunde und Geschwister. Gott sei Dank. Aber bitte verschieb es nicht auf morgen. Die Bibel sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Ich möchte einfach Mut machen. Nun, Josia begann also den Tempel in Jerusalem zu renovieren. Dabei wurde dieses Buch gefunden. Es wurde zu Josia gebracht. Und es hat Josias Herz zutiefst angesprochen. Es beginnt eine geistliche Erneuerung, man könnte sagen, eine Reformation. Unser Herr schenkt es, dass aus der Reformation eines Gebäudes eine ganz neue Hinwendung zum lebendigen Gott geschah. Man könnte sagen, aus Renovation wurde Reformation. Nochmal, aus Renovation wurde Reformation. Und es geschah nur durch die Entdeckung und das Ergriffensein vom Wort Gottes. Geschwister, wir sind heute in einer ähnlichen Situation. Wir renovieren zwar nicht unser altes Gebäude, aber wir bauen es neu. Aber es ist ein Gebäude, in dem Gott geehrt und angebetet werden soll, genauso wie damals im Tempel. Zu Josias Zeiten. Möge es auch bei uns geschehen, dass wir alle, ja jeder ganz persönlich vom Wort Gottes wieder ganz neu angesprochen und ergriffen werden. Lasst uns doch unser Leben wieder ganz neu nach seinem wunderbaren Wort ausrichten. Nun, wieder, die Bibel sagt uns, dass Jesus das Fleisch gewordene Wort Gottes ist. Er ist gekommen, um uns besonders anzusprechen und besonders zu segnen und uns zu erlösen. Und er hat es am Kreuz von Golgatha für dich und für mich vollbracht. Es ist erledigt. Josi hat nicht gesagt, naja, stimmt das, was dort steht. Er hat es angenommen. Und Gott hat durch ihn gewirkt. Und wenn wir als Geschwister es annehmen, ernst nehmen, es ist für uns erledigt, dann dürfen wir es weiter sagen. Da entspringt Freude in uns für andere und besonders für Jesus Christus in Dankbarkeit und Anbetung. Ich schließe mit einem Gedicht über Jesus in Bezug auf die Karwoche. Ich habe dieses Gedicht vor ein paar Tagen in einer christlichen Zeitschrift gefunden. Und ich möchte es euch einfach vortragen. Am Sonntag soll er König sein. Da wird man ihm noch Palmen streuen. Am Montag ist er nicht mehr groß,
Dann schläft er draußen, obdachlos. Am Dienstag lehrt er als Prophet, was bleiben wird und was vergeht. Am Mittwoch schätzt man ihn gering, verkauft für 30 Silberling. Am Donnerstag im Obersaal ist er das Lamm beim Abendmahl. Am Freitag muss er Priester sein, mit Blut und Angst und ganz allein. Am Samstag wird er Weizenkorn, das unzählbare Frucht geboren. Am Sonntag wird er auferstehen, dann werdet ihr sein Heil verstehen. Denk an die Tage dieser sieben. Diese Woche lehrt dich, ihn zu lieben. Amen.